Alter, was ist hier los? Dieses Spiel will nicht, dass ich aufhöre. So, du bist grün mit schwarz. Hm. Green. Green Day. Es war eine Band, aber dich nenne ich jetzt Green Day. Ich muss mehr Forschung aufmachen. Was ist das? Lithium. Wir können eine Batterie machen. Aber machen wir nur eine kleine oder sparen wir auf ein zweites und machen eine große Batterie? Das ist eine gute Frage, ne? Hm. Aber ich weiß auch nicht, das hier ist eine kleine Batterie. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pnöpels drauf. 1, 2, 3, 4, 8. Eine Ladung für eine Forschung sind auch 8. Aber Lithium ist schon mal sehr geil, Freunde. Lithium, hallo? Lithium. Allein das Wort. Aber wir brauchen unbedingt Lithium und Titan. Unbedingt. Ich sollte mal hier... Das ist... Ach, das ist Kupfer gewesen. Das Gemisch, Gemisch, Titan. Titan ist sehr wertvoll. Wissen wir inzwischen, kommt da drunter. Lithium und dann so eine fette Batterie hier. Das wäre geil. Das wäre äußerst geil. So. Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Oh, ich hätte jetzt echt Bock. Ich will so einen Truck bauen. Aber ich kriege den ja hier nicht weg, ne? Fahrzeugbucht. Das heißt, ich muss ja eine neue Fahrzeugbucht machen, weil die Fahrzeugbucht ist jetzt dicht. Hm. Ja, es nützt nichts. Ich muss eine neue Fahrzeugbucht machen. Ja, komm. Weißt du was? Achso, ich habe ja noch hier zum Einschmelzen noch Zeugs. Ich glaube, das ist Kupfer. Das können wir hier nochmal reinhauen. Ja, Kupfer, genau. Kupfer können wir hier nochmal reinhauen. Also Stück für Stück. Zack. Da wir eh gerade Strom haben wegen Tag, ist das ganz praktisch. Aber so eine Batterie wäre auch echt gut. Und so langsam merkt man auch, man braucht echt viel Energie hier. Das ist halt wirklich so, weil die ganzen Forschungen jetzt und die Schmelzungen, das ist echt viel. Aber mit so einem Truck, ey. Oh, stellt euch das mal vor. Einfach Hammer. Was, mehr Energie gibt's nicht? Ist der Tag schon wieder vorbei? Ist das dein Ernst? Machen wir so. Das ist auch eine Idee, ne? Ich lade einfach die Batterie an mir auf und dann da dran. So kann man das natürlich auch machen. So, schon wieder alle. Oder lädt sie hier gar nicht auf? Ach, die lädt hier gar nicht auf. An mir. Ja gut, dann könnte man wahrscheinlich auch richtig bescheißen. Macht sich zig Batterien und tauscht die immer hin und her. Aber wir haben ja gelernt, wir können Blumen sammeln. Da haben wir nämlich keine mehr von. Und können hier diese Propfen machen. Und damit können wir auch Strom machen. Sollten wir mal wieder ein paar auf Vorrat machen. Hier, das ist ganz praktisch, glaube ich, wenn wir das machen. Achso, die bringen nicht nur die Blumen. Ich mag Blumen, ich mag Blumen. Wir brauchen organische Blumen. Blumen. Ich bin die Blumen Group. Ha, ha, ha. 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 So. Oh, da liegt ja noch, was ist das, Gemisch? Harz? Harz. Ist das Harz, was da liegt? Ne, da liegt aber Gemisch beim Harz. Mhm. Soll mir das irgendwas sagen? Ah, jetzt komme ich wieder nicht hoch. So. Dann können wir nämlich da, zack, ab in den Generator. Den Rest packen wir da hinten erstmal wieder rein. Ach, weißt du was, die packen wir daneben, dann weiß ich gleich hier, okay. Da ist das Zeug, achso, da steht ein, ja, den können wir auch wegnehmen, den können wir auch da hinstellen. Und dann nehmen wir den da hin. So, und hier haben wir noch Malachiterz einmal, dann haben wir hier viermal Kupfer jetzt.
Ich finde diesen Generator auch schon gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist echt effiziente Produktion, weil Blumen gibt es hier wie Sand am Meer. Wie Blumen auf der Wiese halt, ne? Immer. So, und dementsprechend, guck mal, einmal zack, und dann lädt sich das hier auf und es lädt ja viel auf. Und meine Batterie ist auch schon wieder voll. So. Ja, nice. Also, was mich sehr freut, eine Winde. Da bin ich gespannt. Solarmodul, Lager. Die Windturbine, brauchen wir die? Nee, ne? Wir haben ja immer noch keine Batterie und ich hätte gern so eine große Batterie, damit wir hier echt Strom sammeln können. Das wäre echt cool, aber dafür braucht man halt zwei Lithium. Wir haben erst ein einziges gefunden, das heißt, wir müssen unbedingt noch mehr aufmachen. Den Generator haben wir schon, so ein Habitat bringt mir auch nicht so viel jetzt. Ich könnte zwar da hinten noch eine Basis setzen, aber nee, macht keinen Sinn. Einsitzer brauchen wir nicht. Und die Winde, keine Ahnung. Titan. Titan haben wir nicht. Und den Truck, den kann man wahrscheinlich nur... Was wir nochmal vorbereiten können, ist schon mal... Ich will mal wissen, weil wir hier ja auf definitiv dieses hier nicht wegkriegen werden. Dieses Teil. Jedenfalls wüsste ich nicht wie. Ich könnte höchstens probieren... Ne, wenn ich jetzt hier abdocke, dann... Kann ich ja das Fahrzeug da nicht hinfahren. Ne, macht keinen Sinn, weil hier mache ich jetzt Lift off. Das heißt, ich gehe in das All. Und werde hier aber definitiv Einsitzerlager. Ich weiß auch mal nicht, was dieses Einsitzerlager hier heißen soll. Guck mal, für Lager zum Beispiel. Ne, Einsitzer. Hä? Es schaltet sich immer automatisch um. Ich kriege den ja so nicht weggefahren. Und ich kriege hier auch keine Reifen rangebaut. Jedenfalls wüsste ich nicht wie. Und dementsprechend... Boah, jetzt hänge ich hier schon wieder drin. Das ist natürlich ein bisschen ätzend, aber naja. Naja, ich kriege den... Kann den nicht umleiten. Oder? Kann ich den hier anklicken? Vielleicht mit dem Kran nachher und so. Dass ich das vielleicht dann da wegkriege. Aber um den LKW und sowas zu bauen, mache ich jetzt hier einfach noch einmal... Zack. Achso, ja, wir brauchen natürlich auch Harz dafür. Harz, Harz, Harz. Harz, Harz, Harz. Da. Und bevor wir uns das hier verbauen, machen wir... Das ist auch wieder diese Gerümpelseite hier, ne? Aber ist egal. Ist egal, ich mach das hier... Ich mach hier noch eine so eine Leitung, zwack ich hier noch ab. Weil wir hier dann noch ein bisschen Platz haben. Bevor wir da was drauf bauen. Harz. Ich nehme mir mal ein paar mehr mit hier gleich. Eins, zwei. Eins, zwei. Weil den können wir dann nachher zur Not auch noch zur Seite basteln. So, zack. Weil ich kann ja von hier aus nichts mehr anbasteln. Seht ihr das? Da kann ich nicht raufklicken zum Beispiel. Und deswegen mache ich mir hier noch einen zweiten Stand hin. Halt. Ah, es muss ein bisschen gerade schon sein. So. Wie viel Harz habe ich noch auf dem Rücken? Zweimal. Passt perfekt. So. Sehr schön. Und hier gucken wir jetzt mal... Drucker, Treibstoffkondensator, Forschung, Schmelzer, Fahrzeugbucht, Handelsplattform. Die haben wir auch noch nicht. Die können wir auch nochmal irgendwo hinsetzen. Einfach mal aus Spaß. Drucker. Da ist sie. Dafür brauchen wir zwei Aluminium. Das haben wir inzwischen ja. Reichlich. Eins. Zwei. Hä? Achso. Er hat es wieder nach unten gepackt. Das ist immer ein bisschen verwirrend, weil ich immer denke, der ist dann weg. So, zack. Und die Fahrzeugbucht war richtig, ne? Ja. Dann lassen wir die Fahrzeugbucht nämlich für den, für das Teil. Für das UFO hätte ich fast gesagt.
und machen, wenn hier Strom drin ist. Hier will ich auf jeden Fall den LKW basteln. Aber erstmal gucken, was das kostet. Rover? Ach du geiler Scheiß, ey. Das ist ein Truck. Shuttle? Genau. Alter, ist das Ding fett. Da braucht man... Ach, den kann ich sogar bauen. Freunde, Freunde, Freunde. Aluminium, Aluminium. 4. Haben wir sogar. Haben wir sogar. Oh, ist das geil. Oh, da geht mir einer ab. Oh, da drehe ich mich im Kreis vor Freude. Ja. Genau, er freut sich auch. So, Leute. Zack. Zack. And bam. Alter, seht euch dieses Prachtexemplar an. Mit diesen Riesenreifen. Boah. Alter. Da ist der Rover ja ein Scheiß gegen. Alter, ist das geil oder ist das geil? Ich würde gerne hier mit der Fahrzeugbucht. Kann ich da nicht noch mehr bauen eigentlich? Also nur, wenn Strom da ist, ne? Oh oh, oh oh. Sandsturm. Ich sehe ihn, er kommt. Alter, wie das aussieht. Ich habe das vorher gar nicht gesehen, dass das so aussieht. Wir sollten hier aber schleunigst rein. Ich hoffe, ich sterbe nicht, wenn das Ding von vorne kommt, weil ich kann die Tür hier nicht zumachen. Ja, wird schon schief gehen. Bis dahin lädt sich auch wahrscheinlich die Sonne dann auf. Die Sonne, ja, die Sonne lädt sich dann auf. Mhm. Merkst du, ne? Nee, aber bis dahin... Ach, guck mal, hier Einsetzer. Können wir von hier aus... Ah, Lager. Haha, ich kann da drauf ein Lager bauen. Oh, und da kann ich auch den Kran bauen. Jetzt weiß ich auch, wofür das Lager... Das Lager war nicht dieses Lager, sondern für den Truck. Uns fehlte nur der Truck. Wir brauchen auf jeden Fall einen Sitz, sonst können wir das Ding schlecht fahren. Oder können wir das hinten an den Rover hängen? Boah, das müssen wir ausprobieren. Wenn wir das Ding an den Rover hängen können... Was ist das denn? Ein Dreisitzer. Geil. Okay, Sturm ist vorbei. Wir müssen was ausprobieren. Wir müssen was ausprobieren. Wo ist unser Truck? Da hinten steht er noch. Da laufen wir mal schnell hin. Oh, ich bin so aufgeregt. So viele schöne neue Dinge zum Spielen. Ja, da wird auch ein erwachsener Mann nochmal zum Kleinkind. Aber so viel Zeugs in diesem Spiel hätte ich auch überhaupt nicht erwartet. Ganz ehrlich, hättet ihr das erwartet, dass hier so viel drin ist in einem Early Access Titel? Wow. Und ich spiele das immer noch alleine. Ihr müsst das bedenken, ich spiele das alleine. Guck mal hier. Och, kann ich das da? Geht das? Nee. Geht das? Oh, ist aber falsch rum. Nee, es geht. Alter, ohne Witz. Ich kann das Ding als Anhänger machen. Ja gut, ich sitze jetzt natürlich falsch rum, aber das ist ja wohl... Das ist ja wohl der Shit. Ist das der Shit oder was? Ja, ich sollte das vielleicht nicht mit dem Rückwärtsgang machen, aber... Es geht tatsächlich. Aua. Vielleicht nicht die beste Alternative, aber ich könnte jetzt... Ich könnte rein theoretisch einen Truck machen, weil der wahrscheinlich extrem stark ist und weil der auch viel mehr Energie hat. Und könnte an denen dann noch mehrere Trucks bauen, also hinten ran. Und könnte die ja mit dem Kran und so beladen. Ist das Hammer oder ist das geil? Kann ich eigentlich mit dem Fahrzeug dann... Kann ich ja wieder abdocken hier, ne? Warte mal, ja... Kann ich mit dem Fahrzeug dann auch vielleicht das Ding hier wegziehen sogar? Ich glaube nicht, oder? Und wenn, dann komme ich da nicht ran, weil das natürlich genau auf der anderen Seite ist, ne? Ah, nee. Oh, jetzt hänge ich hier fest. Nee, ich kann den nicht wegdrehen, glaube ich, ne? Da komme ich nicht hin.
Weil das wäre cool, wenn ich vielleicht da drin den so kurz ein bisschen wenigstens wegziehen könnte, aber ist egal, das bleibt jetzt die Basis. Wir haben ja jetzt hier eh eine neue gemacht, aber wäre interessant zu wissen, ob das halt funktioniert. Ja, wir können das Ding hier auf jeden Fall mal anhängen. Achso, ich muss dafür aussteigen, ja. So, komm, komm, komm. Weil wir haben gar nicht, jetzt haben wir nämlich doch nicht mehr so viel Titan, wie ich eigentlich dachte. Dementsprechend, wir haben nur noch ein Titan, ne? Titan sag ich schon, Aluminium. Dementsprechend müssen wir jetzt doch um einiges mehr Aluminiumerze rausschaffen. Aber mit diesem Teil hier rein, theoretisch jetzt, ist es ja möglich. Das ist die Frage, ne? Da war ja dieses Lager. Mit diesem Lager kann ich ja rein theoretisch. Da brauchte ich nur Gemisch, ne? Vielleicht sollte ich das nochmal wieder zurückfahren. Kriege ich das damit da zurückgeschoben? Ich glaube nicht, ne? Ah, das ist jetzt doof. Das ist doof. Ich probiere das mal aus. Ich muss den ja irgendwie nur in die Nähe kriegen. Ja, geh mal ein bisschen zur Seite. Ja, guck mal. Doch, es geht. Sehr schön. Das reicht ja schon. So, wenn ich jetzt hier... Und dann bauen wir irgendwann einen Truck nochmal nach. Wenn ich jetzt hier einen Einsitzer, Dreisitzer... Dreisitzer ist natürlich geil. Guck's dir an. Aber wahrscheinlich kann nur der in der Mitte fahren. Aber der verbraucht natürlich dann auch diese 4 Slots. Guck ich mal weiter. Der Kran, der hat da tatsächlich einen eigenen Sitz. Aber die Frage ist, was kann ich mit dem Kran machen? Was ist das? Ach, das ist das Lager. Mache ich da jetzt so ein Lager rauf? Ist ja vorne wie hinten eigentlich egal, ne? Oder? Guck mal, die Einsitzer gibt es auch noch. Dann könnte man rein theoretisch einen Einsitzer nachher aus dem machen. Und dann daneben so ein Solarmodul. Und hinten dann irgendwie den... Aber nee. Braucht man ja dann gar nicht. Obwohl doch, man könnte dann hier den Kran drauf machen und dahinter zwei Lager machen. Das wäre auch cool. Weil der Dreisitzer, der verbraucht ja hier viel zu viel. Für den Kran brauche ich nur Kupfer, ne? Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich bastel den da jetzt rauf. Brauche ich ja nur Kupfer. Kupfer? Nur Kupfer. Wir hatten hier irgendwo ganz viel Kupfer vorhin. Ach, hier. Zack. Zack. So. Nur Kupfer. So, pass auf. Oh, da brauchen wir 4 Kupfer, alles klar. Jetzt braucht man auch richtig dick Materialien scheinbar. Aber egal, da unten in der Höhle gibt es ja genug. So ist das ja nicht. So, zack. Oh. Ah. So. Basteln wir mir den Kran darauf. Und dann probieren wir den gleich mal aus. Ich frage mich auch, ob das Ding schwerer wird, dass ich es vielleicht nachher gar nicht mehr selber gefahren kriege. Also, sag schnell hier. Ach, cool. So, und jetzt? Hä? Was ist das? Was kann ich damit machen? Huch. Hä? Jetzt. Was soll ich damit machen? Das verwirrt mich jetzt. Okay, wir machen nochmal ein Lager hinten drauf. Was brauchen wir dafür? Dafür brauchen wir nur Gemisch. Das haben wir hier hinten, glaube ich, noch irgendwo. Ja, da. 1, 2. Ah, Mist, wir haben nur noch 3 Gemisch. Ah, dann müssen wir ja noch los, ne? Dann müssen wir ja noch los, Leute. Oh, jetzt fehlt uns ein Gemisch, ehrlich?
Dafür werde ich aber nur mit dem Auto jetzt fahren. Ich glaube, das geht schneller, als wenn ich dann noch das Ding mir hinten dran habe. Ich glaube, in die Richtung war Gemisch. Wow! Alter. Alles klar, hoffentlich geht uns das Ding nicht mal irgendwann kaputt oder fliegt uns um die Ohren. Huch, es wird schon wieder dunkel. Nee, doch nicht, ich dachte erst. Hä? Hier war doch auch irgendwo Gemisch, oder nicht? Hä? Ach nee, das haben wir komplett weggebuddelt hier, ne? Okay. Hier ist Gemisch. Das können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Wow, hier ist ziemlich viel Gemisch sogar. Sind gleich irgendwie zwei Stück hier oder so. Na egal, wir haben ja Platz. Da, 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 da. Das Einzige, was passieren kann, ist, aber wir haben ja zum Glück auch so eine Batterie. Das heißt, auch da sollten wir genug Energie haben, um hier ein bisschen was abzubasteln. Aber wozu hat der Kran dann so eine Pfötchen da dran? Also, huch, jetzt fällt uns hier die. Halt! Komm her. Ah, eins. Hä, wo ist das andere? Ist einfach weg. Ich hatte doch noch eins hinter mir. Hm. Naja. So, zwei Stück sind hinter mir. Zack, zack, zack. Hier war doch noch das. Wo ist das andere? Ach, da ganz. Oh Gott, habe ich das mit dem Fuß so weit weggekickt oder was? So, dann können wir jetzt auch schon. Abmarsch. Ach da. Ich dachte gerade, wo ist unsere Basis? Kommen wir hier hoch? Ja. Wow, es klappt sogar. Kann ich eigentlich damit springen? Nee, ich dachte gerade. Aua, aua. Ah, diese Steine hier. So, wir haben ja jetzt genug Gemisch. Achso, Tab. Ich vergesse das immer. So, jetzt klicken wir darauf. Und einmal. Hä? Nee, ich will doch keinen Einsitzer. Jetzt hätte ich hier schon wieder fast so einen Mist aufgebaut, den ich wahrscheinlich da wieder nicht abgekriegt hätte. Lager. Da, Lager. Das wollten wir eigentlich bauen. Viermal Gemisch. Pam. Vielleicht hat dann der Arm auch mehr Sinn. Okay. Der Arm ist wahrscheinlich dafür da, um das aus dem Lager direkt in so ein Lager zu patschen, oder? Ich probiere mal kurz was. Oh, einmal nach links. Hallo? Kann ich mich weiter drehen? Kann ich mich nur in die Richtung drehen? Dreh dich doch mal. Dreht sich nur auf die Seite. Ist ja schon mal. Achso, mit der Kamera vielleicht. Ugh, bin ich doof. So, wie kriege ich das jetzt da? Hallo. Ich kann das nicht abnehmen, ne? Oder muss das tatsächlich auf dem Fußboden stehen? Warte mal. Das können wir nochmal ausprobieren. Wir nehmen mal diese beiden Dinger hier. Zack. Zack. Stellen die mal hier so hin. Und die auch nochmal. Zack. Zack. So, ab in den Kran. So, jetzt gehen wir mal da drüber. Nö, passiert nichts. Was hat denn der Kran zu heißen? Oder kann man damit die Forschungsstücke... Oder muss ich irgendwas drücken? E? Ne. Q? Ne. Nee, ich kann auch die Sachen auf dem Fußboden nicht aufsammeln. Geschweige denn hier irgendwo... Was? Keine Ahnung. Was soll ich da mit dem Kran? Ich kann ja auch nicht hier, ne, an das Teil ran. Seht ihr? Weil selbst wenn ich jetzt sage, hey... Ich nehme diese beiden Teile und pack die hier mal ran. Wird das vermutlich nichts ändern, weil da komme ich ja nicht mal mit meinem kurzen Arm ran. Mit meinem verlängerten Arm. Seht ihr das? Ich kann hier nichts. Ah, okay.
Das ist doof. Aber naja, wir haben den Truck und wir werden auch weitere Trucks bauen. Und so ein bisschen Handarbeit, wie man so schön sagt, ist ja auch noch gefordert. So, wir hatten hier das Gemisch drin, das packen wir da erstmal wieder rein. Da müssen wir das halt händisch machen. Ist ja auch okay. So. Vielleicht kann man aber ja dann, wenn wir dann mal noch mehr Titan und so finden, vielleicht kann man ja dann tatsächlich noch mal... Wo ist denn das andere gewesen? Ach da. Noch einen zweiten dahinter setzen. Dann kann man ja so einen riesen Laster bauen. Da ist vielleicht noch die Frage, ob es vielleicht für Forschungsstücke auch noch irgendwie was extra gibt, dass man die darauf stellen kann. Oder es hat was mit dem Kran zu tun. Kann beides sein. Fragen über Fragen, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Oh, okay. Es ist Zeit. Der Sturm. Von welcher Richtung? Von hinten. Wir gehen wieder in den sogenannten Habitat. Jetzt weiß ich endlich, wie der hieß. In den Habitat. Und ja, ich würde sagen, reicht doch erstmal wieder für heute. Wir haben viel erlebt. Wir sind wieder ein paar Mal gestorben. In den Folgen. Oh, der Truck, hält er das aus? Ja. Wir haben einen Truck, wir haben viel Forschung. Und wir haben da unten auch noch viele Forschungsobjekte, die wir auch noch erforschen können. Es macht riesig Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ihr seht, allein was wir jetzt auf diesem Planeten hier schon aufgebaut haben. Und was alles noch auf anderen Planeten zu finden sein wird. Vielleicht kriegt man auf anderen Planeten, wie zum Beispiel dem Mond, Silizium viel, viel einfacher. Aber das lässt sich alles noch herausfinden. Und es gibt hier noch so viel mehr, wo ich jedes Mal denke so, hey, was ist das denn schon wieder Neues? Aber das ist natürlich auch spaßig, ne? Das ist natürlich spaßig, wenn es immer wieder was Neues gibt, hält einen bei der Laune und bei der Stange. Und damit mit der Stange sage ich jetzt auch so Dele und wünsche euch wie immer alles Gute. Schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dahin, ciao.